schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Heute wieder Fußball-Auslösevideo oder auch damit Röllchen dabei. Heute wieder eine normale Edition hier, also nicht so eine Faxerei hier. Nipo ist auch das Star des Videos, aber er ist Moderator. Heute geht es um Frankreich, Argentinien. Auch Michael Nipo geschickt vor dem Mund vor, dass man sich sieht, wie sich der Mund bewegt. Frankreich gegen Argentinien. Spannend, spannend. Danach geht es weiter, dass die Stadien für morgen Nipo haben die Söhnen. Dann hat die für den 30. Danach geht es Uruguay-Portugal, also endlich mal richtige Paarung hier. Nicht so ein Schrott hier wie, keine Ahnung, Mexiko gegen, hast du nicht gesehen. Mal gucken hier, was haben wir denn da? Frankreich, Argentinien, Lipo, hast du Ahnung von Fußball? Nein, nicht wirklich. Ja, da müssen wir das wie immer machen. Da müssen wir das dem Fußballgott anjaulen und mit per Würfel den losen. Sonst wissen wir da nicht mehr weiter. Ja, stimmt. Da habe ich keine Ahnung von. Was ist Fußball? Ja, Lipo, schnell die Würfel, weil sich unsere Inkompetenz total beweist. Aua! Kann sein. Die Würfel. Muss da Lipo ein anderes Losverfahren machen? Kann sein. Ach, Mann. Hier, fantastico, kann sein. Zack. Ich weiß gar nicht, wo das Schokoladenpapier reinkommt, Lipo macht doch Diät. Kann sein. Ja, wir machen erstmal einen Würfel pro Mannschaft. Da bin ich bereinigt, wenn man viele durchschießt, hat man nach diesem Losverfahren richtig Glück gehabt. Bitte nehmt du die zweite Woche andere Würfel, Lipo. Andere Glückswürfel. Hat gesagt, so. Man teilt sich nicht mit einer anderen Mannschaft die Glückswürfel, wenn die so vorhanden sind. Lipo, würfel mal los, Alter. Frankreich schießt 3 Tore. Wie viel wird Argentinien schießen? Argentinien schießt 1 Tor, 3-1, Frankreich gewinnt. Ich muss aber zugeben, auch ich hier Deutsche muss sagen. Argentinien hat nicht überzeugt, ist zwar weitergekommen, aber so richtig überzeugt habe ich die nicht. Besser als die deutsche Mannschaft überzeugt, aber nicht so richtig. Weißt du, mit Uruguay, Portugal, Lipo. Portugal, quasi Spanien, 2 für mich. Da schießt Uruguay fantastische 5 Tore, die Portugiesen, die heulen sich schon ungewohnt. Aber dann das Wunder von Russland, 5-6. Portugal gewinnt gegen Uruguay mit 6-5. Aber Argentinien muss leider die Waffenstrecke mit 3-1 gewinnt Frankreich gegen Argentinien. Das war ja Fußballvideo, haben wir gar nicht vermisst. Nicht. Genau, Leute. Damit ihr mich auch weiter genießen könnt in den Fußballvideos. Ich habe etwas kürzer treten lassen in den Videos. Ich hatte da nicht so viel Zeit. In dieser kurzen Zeit hatte ich keinen Bock. Eine Prognose hat sich ja schon bewahrheitet. Schweizens Prognose mit 1-0, dass Deutschland verliert. Die Luschen, die konnten nur ausscheiden. Damit sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wetten Sie lieber nicht auf diese Beträge. Gucken Sie mal meinen Bart. Ist das schön. Meine wie Jack Norris hier. Ah, tschüss, Leute.